Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ground Forces. Das letzte Mal habe ich ja ziemlich mit den Russen abgekackt und ich möchte das ganz gerne besser machen, weil das tut mir ja schon ein bisschen leid. Ja, nee, möchte ich auf jeden Fall besser machen, deswegen fahren wir heute nochmal ein bisschen mit den Russen und eventuell kann ich dann nochmal den T-34E ausprobieren. Da haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass der Abstandspanzerung hat. Um das nochmal kurz zu zeigen, hier ist die Abstandspanzerung drin. Hier ist die normale Panzerung und hier ist die Abstandspanzerung. Also gewalzter und gehärteter Panzerstahl. Ja, ich persönlich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, welche Panzerungsart effektiver ist, ob gewalzt oder gehärtet. Das würde mich mal gerade beim Tiger interessieren, der ja prinzipiell eine gute Panzerung hatte, aber eben beschissen angewinkelt. Gewalzt ist das ja alles. Aha. Wahrscheinlich gewalzter Panzerstahl heißt mehrere Panzerplatten übereinander gelegt und zusammengewalzt. Und gehärteter Panzerstahl heißt einfach eine Panzerplatte, die dann eben hier fest genietet wird, die einfach zusätzlich gehärtet ist oder so. Ich nehme mal an, dass gewalzter Panzerstahl hochwertiger ist. Ob das hier irgendeine Auswirkung in Wars Underground Forces hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß es jetzt auch nicht, ob ich... Also ich würde mich da jetzt auch nicht drauf festlegen, ob das tatsächlich so ist. Ist jetzt nur meine pure Vermutung. Ich bin da kein Ingenieur von Panzern und habe mich ehrlich gesagt über die Panzerungsplatten nie wirklich informiert. Das ist jetzt nur meine pure Annahme von mir. Könnt ihr gerne widerlegen in den Kommentaren. Ich bin da euch nicht böse. Ich sage jetzt auch nicht, dass das so sein muss und Aufrichtigkeit beruht. So, ja, wir sind im Spiel. Vorherrschaft, Festung an den weißen Felsen. Eine wundervolle Map. Und ich starte diesmal von der anderen Seite. Ich werde jetzt mal nochmal versuchen, hier rumzufahren. Vielleicht kann ich mich ja jetzt mal mit dem T-34E in die feindlichen oder hinter die feindlichen Linien begeben. So wie das mal jemand in einer Folge gemacht hat. Ja, fahr ruhig, ich warte. Du willst nicht fahren? Dann fahr ich jetzt. Dann lass mich hier mal durch. Vielen Dank, mein Lieber. So, schauen wir mal. Ich würde ganz gerne versuchen, hier hochzukommen. Jetzt muss ich dann mal schauen, wo wir hier hochkommen. Da hinten ist so eine kleine Lücke. Aber wenn ich jetzt hier rumfahre, werden wir da gleich schon an der Unterführung bzw. an dem kleinen, an der kleinen Brücke sein. Und spätestens dort werden wir Feindkontakt haben. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mich irgendwie versuche, hier durchzumogeln vielleicht. Ich frage mich immer noch, wie der dahinter gekommen ist, ne? Wobei, eigentlich ist es mittlerweile relativ logisch. Wenn ich jetzt hier links hochfahre, ich bin ja hier schon mit dem Panzer 4 lang gefahren. Genau hier lang. Da war, hier bin ich ja schon mit dem Panzer 4 gewesen. Als ich das eine Mal versucht habe, hinter, also die gleiche Taktik von der anderen Seite zu machen. Ich wollte es mir einfach mal abgucken, ne? Abgucken und adaptieren. Dann schauen wir mal. Ich fahre jetzt einfach hier unten lang. Und gucke, ob ich mich da in deren Rücken begeben kann. Autsch, das tat weh. Nicht weiter schlimm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Deutschen, das letzte Spiel ist mir tatsächlich jetzt öfter das passiert, dass ich wirklich mal durchgeschossen habe, richtig fett was weggebratzt habe. Das ist mir mit den Russen bisher noch nicht so ergangen. Also ich habe das Gefühl, dass die Deutschen auf der Tierstufe, auf der ich fahre, besser bewaffnet sind. Das ist jetzt mal ein grundlegendes Gefühl. Historisch gesehen ist das immer so ein bisschen streitwürdig. Ich meine, die 75er KWK war wirklich schon eine sehr hochleistungs- oder sehr leistungsfähige Kanone. Die 88er war auch eine sehr, sehr starke Kanone und sehr gefürchtet. Der Panther hat ja auch eine 75er KWK mal nicht drauf, die mit zu den leistungsfähigsten Kanonen des Zweiten Weltkrieges gezählt wird, oder zu den leistungsfähigsten Kanonen des Zweiten Weltkrieges gezählt wird und eine sehr hohe Durchschlagswirkung erzielt hat. Wahrscheinlich eine niedrigere Sprengwirkung als die 88er der Deutschen eben. Oh, ich habe da was gefunden. Ich habe da was zerstört. Immer hier hinter den Kamm so ein bisschen ziehen. Aber rein theoretisch müsste ich jetzt eine richtig böse Position haben. Warte mal. Treffe ich den? Ha, ich treffe ihn.
Ich treffe ihn von hier halt tatsächlich. Wie fies das ist. Oh, guck mal, wer da ist. Das ist ein Light Tank, der da jetzt angedudelt kommt. Der kommt da gleich wahrscheinlich runter. Daneben geschossen. Dummerweise daneben. Oh, Artillerie. Um Jottes Willen. Oh. Ich muss hier schnell mal weg. Ich muss hier ganz schnell mal weg. Oh, oh. Alles klar bei dir, oder will der das noch öfter mal machen? Der fährt einfach weiter. Was haben wir denn da? Ich würde eigentlich ganz gerne da auf die Brücke wirken. Aber die scheinen auch irgendwas hier von mir zu wollen. Aber ich kann hier keine Artilleriefeuer leider anfordern. Aber hier, ich kann es hier anfordern. Feuerlöscher! Oh Gott! Oh Gott, er rammt mich. Des Todes. Ah, Hilfe. Irgendwas habe ich bei dem schon getroffen, aber der rammt mich auch hart, ne? Den haben wir auch. Artilleriefeuer auf meine Position. Ist mir egal, ob ich sterbe. Ist mir jetzt egal. Meine Position. Komm. Oh, wir können denn da meine Munitionsreserven explodieren? Kommt da kein Artilleriefeuer mal runter? Schade. Doch, da kommt's. Hab ich da noch was getroffen? Entschuldigung, aber ist herrlich. Herrlich. Ich find's toll. Da habe ich gerade Spaß dran. Ach ja, schön. Nee, wirklich schön. Da auf einen kleinen Schluck. Ich hab hier noch so einen kleinen Schluck Whisky. Trinkt erst, wenn ihr volljährig seid, ist klar. Ich bin 25, ich darf das mittlerweile ab und zu mal abends. Nur aus Genuss natürlich, ne? Das macht man nicht. Man betrinkt sich nicht grundlos. Es ist ungezogen. Ah, so. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem KV-1 dann noch irgendwie von nach vorne komme, bevor das Spiel zu Ende ist. Deswegen nehme ich einfach mal Luftschlacht. Kommt da noch irgendwas im Gegnerteam? Scheinbar nicht. Kommt wahrscheinlich gar kein Flugzeug mehr. Da oben ist eine LA-5. Da fliege ich auf die zu. Volle Möhre. So. Die müsste eigentlich abstürzen. Eigentlich müsste die abstürzen. Die
brennt aber nicht mal mehr. Das gibt's ja gar nicht. Oh, einen Schuss krieg ich noch raus. Nein, krieg ich nicht mehr. Nein. Oh, nein. Schade. Nicht mehr geschafft. Aber es war eine gute Runde. Diesmal war es mal eine anständige Runde. Leider kein Sieg des Tages mehr, weil ich den schon mit den Flugzeugen gemacht habe, aber einen ordentlichen Schub beim KV-2. So muss das sein. So muss das sein. Schauen wir mal eben. KV-2 brauche ich noch ein bisschen. Was würde das dann kosten? 90. 90 kostet das nur. Das ist sogar noch gerade mal erträglich, ne? Wie teuer wäre das hier? 366. 366 wäre mir ein bisschen zu viel. 90 wären erträglich. 366 ist so ein bisschen... Hm. IS-1. Die hat einen 8,5er Geschütz schon drauf. KV-2 ist dem Mörser drauf. Ist aber sau leicht zu durchschlagen, das Ding. KV-85 ist natürlich auch ein feines Panzerchen. Was soll denn das für ein Battle Rating? 4,7. Deswegen hat er auch noch 4,3 wahrscheinlich. Hm. Ist der drauf? Die 5,7er CIS? Durchschlagsleistung 110 mm. Die 5,7er CIS hat eine höhere Durchschlagsleistung. Was ist mit der Geschossmasse? Darf ich mir das mal vorher angucken, was der für eine Geschossmasse hat? Nee, das steht da leider nicht mit dabei. Durchschlagsleistung nur. Und das wär's eigentlich. Na gut, ich glaube, das mache ich aber mal für den nächsten Part. Oder für einen der nächsten Parts werde ich mal den KV-2 für 90 Golden Eagles freischalten. Den packen wir dann da nach vorne. Okay. T-34-57 nehme ich mit. Der kostet natürlich extrem viel, ne? 800, das ist mir zu viel. Aber forschen tue ich den. Forschen tue ich den auf jeden Fall. Oder ich forsche erstmal den. Naja, mal gucken. Entscheide ich mich mal noch spontan. Die Deutschen werde ich wahrscheinlich im nächsten Part nochmal fahren oder fliegen. Ich glaube, ich werde die mal wieder fliegen, weil ich die Focke Wolf langsam haben möchte. Wobei ich den Panther auch ganz gerne haben möchte. Nicht ganz so einfach. Aber gut, das war es erstmal für diese Folge. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich wurde jetzt gebeten in einem der Kommentare, ob ich das nicht mal abwechselnd machen kann. Ground Forces und Planes. Ich weiß es nicht genau, weil das viel auch von meiner Lust abhängt, worauf ich gerade Bock habe. Ob Ground Forces oder Planes. Aktuell macht mir War Thunder wieder sehr viel Spaß. Das sieht man auch, dass ich es jetzt wieder aktiver bringe. Ich da auch mehr Zeit wieder reinstecke. Es macht mir tatsächlich auch mehr Spaß alleine als World of Tanks aktuell. Und deswegen ist es für mich auch simpler, das aufzunehmen. Ja, kann sich natürlich immer wieder ändern. Und ich versuche das aber ungefähr gleich zu halten. Also Ground Forces und Planes, dass es beides ungefähr an gleichen Teilen kommt. Und vielleicht versuche ich das auch ein bisschen abwechselnd zu bringen. Muss ich mal gucken. Aber bei mir ist es meistens immer so, dass ich das in Chargen aufnehme. Also ich mache dann meistens nämlich 2, 3 oder 4 Folgen pro Tag dann auf. Oder an einem Tag, dass ich dann nicht den Stress habe, die nächsten Tage so viel aufzunehmen. Also ich versuche das immer so zu machen. Es ist nicht immer möglich. Und dann nehme ich halt meistens 3 Folgen nur Panzer auf, weil ich gerade nur Panzer spiele und dann darauf Bock habe, oder 3 Folgen nur Planes. Also es kommt immer drauf an und ich könnte es mischen, weiß ich aber nicht unbedingt, ob das so sinnvoll ist oder ob das, keine Ahnung, ob ich dann nicht da immer beim Thema rauskomme oder so, oder ob das nicht komisch wirkt. Muss ich mal schauen. Ich versuche auf jeden Fall, das in gleichen Teilen so ungefähr die Waage zu halten und hoffe, dass ihr damit soweit zufrieden seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir dann einen Daumen da. Ansonsten, ja, bis dann. Euer Rio. Ciao.